Mit dem Neubau des Ingolstädter Stadions ist es uns gelungen, einen Meilenstein für zukünftige Projekte dieser Art zu setzen. In nur 12 Monaten Bauzeit konnten wir ein Stadion für 15.000 Zuschauer errichten, das geprägt wird durch eine hochmoderne Architektur. Darüber hinaus haben wir in engen Abstimmungen mit dem FC Ingolstadt 04 dafür Sorge getragen, dass sich der Verein nicht nur sportlich wohlfühlt, sondern auch optisch sich in diesem Stadion wiederfinden kann. Wir befinden uns hier im Innenraum des Audi-Sportparks in Ingolstadt. Ein Stadion mit 15.000 Plätzen. Davon sind 9.000 Sitzplätze angeordnet worden und 6.000 Stehplätze ausgebildet. Sämtliche Plätze sind so angeordnet worden, dass es von keiner Position aus Sichtbeeinträchtigungen aufs Spielfeld gibt. Das heißt, Sie können alle Bereiche des Spielfeldes uneingeschränkt einsehen. Und die Anordnung ist so gewählt worden, dass Sie unmittelbar im Bereich des Spielfeldes auch sitzen. Die ersten Plätze sind ca. 6 Meter weg vom Spielfeld. Das bedeutet, es ist ein reines Fußballstadion und keine Multifunktionsarena in dem Sinne, dass Sie Leichtathletik-Sportveranstaltungen auch durchführen könnte. Die Modernität des Audi-Sportparks spiegelt sich auch in der Architektur der Flutlichtanlage wider. Die Mindestvorgaben von 800 Lux pro Quadratmeter Beleuchtungsstärke, die vom DFB an der Stelle gegeben werden, haben wir deutlich überschritten, auch in Abstimmung mit dem FC 04. Wir haben eine Flutlichtanlage gebaut, die 1200 Lux leistet, um damit auch langfristig für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Ein wesentlicher Aspekt im Stadionbau ist natürlich immer das Thema Sicherheit. Die Umsetzung des Sicherheitskonzeptes erfolgte gemäß den Vorgaben des DFB und der DFL unter Einbezug der Sicherheitskräfte vor Ort. Das Konzept der Zaunanlagen und die Anordnung der Wellenbrecher ist daraufhin abgestimmt worden. Außerdem gibt es Überwachungskameras, die es uns ermöglichen, Gefahrenpotenziale frühzeitig zu erkennen und zu entschärfen. Das Dach eines Stadions bestimmt maßgeblich sein äußeres Erscheinungsbild. Die Dachkonstruktion in Ingolstadt macht uns hier besonders stolz. Hier ist es uns gelungen, eine ingenieurtechnische Meisterleistung umzusetzen. Dabei haben wir 50 Kilo pro Quadratmeter Dachkonstruktion realisieren können. Auf Rückverankerungen konnte komplett verzichtet werden. Die Konstruktion des Daches überspannt sämtliche Steh- und Sitzplätze des Stadions. Mit den Ausbaustandards wurden in Ingolstadt ebenfalls Maßstäbe gesetzt. Das beginnt bei sehr hochwertigen Bodenoberflächen, die als Parkett ausgeführt wurden, setzt sich fort über den Bereich der Decken, die als Akustiklochdecken realisiert wurden, und endet letzten Endes durch die Wahl der hochwertigen Möbel.